Ja, vielen Dank, Simon. Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu unserem Webinar, zu unserer Webinarserie zur WorkSuite 2025. In dem Vortrag, wie gesagt, geht es um Geschossdecken. Und zwar möchte ich jetzt zwei Geschossdecken mit Ihnen zusammen modellieren. Und zwar aus dem Gebäude A und B, das der Herr Oehlenschläger vorhin schon vorbereitet hat. Ich öffne dazu den Struktureditor und hier ist jetzt folgender Stand erreicht. Es sind alle Lasten im Prinzip eingegeben, die Decken sind eingerichtet und es gibt schon eine V-Lastverteilung. Hier ist noch die Besonderheit aufgrund der Anschlusssituation zwischen den Gebäuden A und B mit den verspringenden Decken. Haben wir jetzt eine V-Lastberechnung, die über zwei Abschnitte hinweg funktioniert. Das sehen wir hier. Wir haben das Gebäude A und das Gebäude B, auch mit unterschiedlichen Deckenhöhen. Und das ist jetzt neu in der Version 2025. Solche vertikalen Lastverteilungen sind jetzt ohne weiteres möglich. Hier muss man keine großen Nacharbeiten mehr machen. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass eine Decke nach der anderen vom Niveau her nacheinander gerechnet werden. Das ist alles, sage ich mal, soweit erstmal okay bis zur Decke über Kellergeschoss. Dort haben wir eine besondere Situation. In der Decke über Kellergeschoss wollen wir, das werden wir dann im zweiten Teil meines Vortrags sehen, die Decken so rechnen, als wären sie über diesen Deckenversprung massiv miteinander, biegesteif miteinander verbunden. Und deswegen ist diese vertikale Lastverteilung jetzt nur vom Erdgeschoss bis zum zweiten Obergeschoss durchgeführt. Und dann diese verbundene Decke, die rechnen wir dann mit einer eigenen Mikrofee-Berechnung. So, aber wir wollen zunächst im Gebäude A beginnen und zwar wollen wir dort die Decke über erstem Obergeschoss rechnen. Wir haben hier das komplette Strukturmodell und am einfachsten kann man sich die Sichtbarkeit einschalten, indem man auf die Eigenschaften der Sicht geht. Das Gebäude B schalte ich mir weg, das Gebäude A schalte ich mir weg und dann schalte ich mir vom A nur das erste Obergeschoss sichtbar. So, wir gehen mal in die Draufsicht, da können wir das Ganze etwas besser erkennen. Wir sehen schon, im Grundriss ist das ganze Gebäude schräg eingegeben. Das spielt jetzt keine große Rolle. Wir hätten hier die Möglichkeit, wie in Vicado die Sicht zu drehen und das Ganze auf unsere Sicht, an unsere Arbeitsfläche anzupassen. Brauchen wir in dem Fall nicht, weil wir hier nicht viel Nacharbeit vornehmen. Die Situation stellt sich jetzt wie folgt dar. Wir haben hier einen großen Foyerbereich, das ist der Eingangsbereich im Gebäude A. Und im ersten und im zweiten Obergeschoss sind diese beiden Gebäudehälften mit so einem Steg miteinander verbunden. Das sind natürlich auch immer Stellen, die anfällig für Zwangsbeanspruchungen sind, wo vielleicht mit einer Rissbildung zu rechnen ist. Und ich möchte das jetzt konstruktiv so lösen, dass ich hier an dem Ende des Steges jeweils an beiden Enden eine Bauteilfuge anordne. Und das können wir jetzt neu in der Version 2025 direkt im Struktureditor schon vornehmen. Dort gibt es ein neues Strukturelement für Deckenfugen. In den Eigenschaften auf der rechten Seite können wir direkt sehen, was wir damit erreichen können. Wir können entweder ein Gelenk anordnen, indem wir hier bestimmte Schnittgrößenanteile entsprechend freischalten. Also immer, wenn man ein Häkchen setzen, ist ein Gelenk für diese Schnittgrößenkomponente aktiviert. Oder wir haben auch die Möglichkeit, auf Anschluss umzuschalten. Und hier könnten wir dann gegebenenfalls unterschiedliche Steifigkeiten für die hier oben aktivierten Komponenten einschalten. Also mit einer Wegfeder oder mit einer Drehfeder arbeiten. Wir wollen aber jetzt ein ganz normales Gelenk anordnen. Und dann gebe ich die Gelenke einfach mal im Grundriss vor. Erstes Gelenk und das zweite Gelenk. Wenn wir jetzt mal ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir hier so einen kleinen roten Pfeil.
oder eine Achse und die zeigt uns in die Richtung, in der, jetzt haben wir ein Gelenk, das Querkräfte überträgt, die Querkraft dann am Ende ausgewertet wird. Da wir jetzt den Fall haben, dass wir hier zum Beispiel durch eine Konsolkonstruktion diesen Steg auf die Deckenplatten auflegen wollen, würde ich gerne diesen Pfeil, diese Richtung, die Auswertungsrichtung auf die Seite dieser Deckenplatte legen. Und das können wir ganz leicht erreichen, indem wir das Gelenk anklicken, sagen Richtung, Hauptrichtung umdrehen und dann entsprechend das Gelenk anklicken. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einen Querkraftversprung hätten und wir wollen eben wissen, welche Querkraft rechts oder links des Gelenks ist, dann zeigt uns immer die Pfeilrichtung in die Richtung, in der das Gelenk entsprechend ausgewertet wird oder die Schnittkraftkomponente ausgewertet wird. So, jetzt können wir uns ein Teilsystem, eine Deckenplatte für Mikrofee erzeugen. Mehr Eingaben möchte ich an der Stelle nicht vornehmen. Ich gebe dem Ding einen Namen, A, erstes OG, Decke über erstes OG. Jetzt ist neu, über die Schaltfläche weiter werden wir jetzt durch die Dialoge geleitet. Das hilft ein bisschen, damit man keine Arbeitsschritte vergisst. Belastungen auf die Decken, lastbringende Strukturelemente brauchen wir in dem Fall nicht zu ermitteln. In diesem Gebäudeteil stehen alle Wände übereinander und dann ist es eigentlich unerheblich für die Deckenbemessung, dort die Lastweiterleitung zu verwenden. Also schalte ich das direkt ab und mit Fertigstellen erzeuge ich dann entsprechend mein Berechnungsmodell für die Mikrofee-Berechnung. Ja, und dieses Berechnungsmodell ist auch direkt schon zur weiteren Bearbeitung fertig. Das heißt, ich klicke Freigeben an. Und mit Bearbeiten kann ich direkt ein Bemessungsmodell für Mikrofee, also eine Mikrofee-Position, anlegen und dort die Bearbeitung starten. Wir sehen jetzt unser Modell genauso, wie es bereits in Vicado vorgegeben war. Also im Grundriss liegt das Ding jetzt so, wie es eben in der Nordausrichtung ist. Das ist aber jetzt für die Bearbeitung in Mikrofee etwas ungünstig. Da wäre mir es ja lieber, wenn der Gebäudegrundriss entsprechend meiner Arbeitsfläche ausgerichtet wäre. Wenn wir sowas vornehmen wollen, bitte immer im Kapitel Start in der Gruppe Modellursprung Richtung definieren verwenden. Das hat den Vorteil, ich kann jetzt die X-Richtung festlegen, also diese Richtung soll meine neue X-Richtung werden. Damit dreht sich jetzt das System, so dass ich es gut bearbeiten kann und dass ich auch eine gute Blattausnutzung in den Ausgaben habe. Ich verändere aber die ursprünglichen Koordinaten nicht dadurch. Also es bleibt immer noch in den ursprünglichen Koordinaten gespeichert. Das ist ganz wichtig für den Datenaustausch mit Vicado zum Beispiel. Wenn wir die Bewährung später an Vicado übergeben, ist die dann mit dieser Option weiterhin genau am richtigen Ort, wie wir sie hier festgelegt haben. Also bitte nicht rotieren verwenden oder sowas, sondern immer über Modellursprung diese ganze Ausrichterei vornehmen. So, der erste typische Bearbeitungsschritt in Mikrofee ist erstmal die Aufteilung in Lastfelder, sodass die Nutzlasten entsprechend feldweise angeordnet werden. Ich wähle Lastfelder teilen. Hier gibt es verschiedene Eingabeoptionen. Zuerst möchte ich jetzt hier die S-Richtung verwenden und ich möchte nicht die gesamte Position, sondern immer nur ein Lastfeld teilen. So, jetzt habe ich hier so eine schräge Wand. Da kann ich zum Beispiel über zwei Punkte teilen. Hier habe ich so eine abgeknickte Wand. Da gibt es auch eine Möglichkeit, entlang eines Polygons zu teilen. Wichtig ist, dass man diesen Knickpunkt findet. Die anderen Punkte sind eigentlich relativ beliebig auf der Strecke. So, und jetzt teile ich nochmal in R-Richtung entsprechend an den Querwänden. Ja, und wenn ich möchte, könnte ich nochmal in S-Richtung jetzt gehen und dieses Feld hier oben auch nochmal teilen.
So, und im ersten Arbeitsschritt schaue ich mir erstmal an, was habe ich denn hier vorliegen. Meistens ist es ein Entwurf, das von einem Architekten kommt. Im Prinzip, der hat in Vicado was festgelegt. Wir haben die Eigenschaften der Bauteile übernommen. Und dann schaue ich erstmal, im ersten Blick ist alles so, wie ich es haben möchte. Beim Material würde ich jetzt hier gleich mal auf eine höhere Betongüte gehen. Im nächsten Schritt möchte ich mir Bewährung ermitteln. Da spielt Mindestbewährung eine Rolle. Und dann ist es auch gut, wenn man schon entsprechend die richtige Betongüte festgelegt hat. Ja, Belastungen sind entsprechend vorgegeben. Also erster Schritt, erstmal eine Biegebemessung durchführen. So, die Ergebnisse können wir in der rechten Seite über die Eigenschaften entsprechend einstellen. Ich möchte jetzt als Ergebnis die obere und untere Lage mir erstmal anschauen. Bei RS oben und unten, wenn wir beides gleichzeitig darstellen, schalten wir um automatisch auf die Wertedarstellung. Ich zoome mal an so eine Stelle rein und dann sieht man, das sind hier die Stellen, bei denen die Mindestbewährung maßgebend wird. Also 3,25 Quadratzentimeter bräuchten wir oben. Wenn ich jetzt auf unten über umschalte, sieht es ähnlich aus. Also eine Q335 als Grundbewährung scheint mir für diese Platte doch durchaus als geeignet. Also wählen wir die Platte aus und schalten uns entsprechend eine Grundbewährung ein. Ich nehme die Matte Q335. Immer wenn wir Änderungen hier vornehmen, müssen wir die Änderungen übernehmen. Wir haben jetzt mittlerweile auch eine Schaltfläche sofort übernehmen. Dann können wir uns diesen Klick sparen. Das sofort übernehmen führt eben dazu, dass wir ohne nochmal einen erneuten Klick die Änderungen gleich in der Ausgabe hier sehen. So, schauen wir uns nochmal die Biegebewährung an, ob die Grundbewährung vernünftig gewählt wurde. Das heißt, ich mache nochmal eine Biegebemessung der Platte. Schauen wir nochmal die obere Bewährung an und auch die untere. Und das sieht doch alles schon ganz gut aus. Weite Teile sind abgedeckt mit der Bewährung. Den Rest erledigen wir entsprechend über Zulagen. So, der zweite Bearbeitungsschritt wäre jetzt normalerweise schauen, ob die Verformungen funktionieren. Wir haben hier eine relativ zergliederte Platte. Da kommen wir vielleicht nicht mit einem Verformungsbereich, den wir über die ganze Platte wegziehen, hin, sondern wir setzen jetzt mal mehrere Verformungsbereiche, um dann in den einzelnen Verformungsbereichen unterschiedliche Grenzwerte für die Verformungen festzulegen. Unter Details finden wir die Schaltfläche für den Verformungsnachweis. Und jetzt gehe ich einfach mal über die Rechteckeingabe und setze mir verschiedene Bereiche, für die ich jeweils einen separaten Grenzwert für die Verformungen entsprechend festlegen möchte. So, und das letzte möchte ich jetzt hier diesen kompletten Stegbereich. Mit der Taste S kann ich mir einen Schnittpunkt konstruieren. Ich möchte hier beginnen. Nochmal Taste S, finde den Schnittpunkt hier am Ende. So, jetzt haben wir erstmal die Bereiche gesetzt. Über das Fenstermodell nutze ich jetzt die Möglichkeit, die Verformungsnachweise nacheinander einzeln zu selektieren. Und jetzt mache ich hier noch die Festlegungen der Grenzwerte. Hier ist der Wert aus der Vorlage. Ich möchte natürlich relativ auf Bezugslängen gehen und greife mir jetzt entsprechend die Bezugslängen, für die die Grenzen L250 und L500 gelten sollen, aus der Grafik ab. Haben wir unseren ersten Bereich, dann kommt der zweite Bereich, da korrigieren wir noch ein bisschen die Eingaben. Nehmen wir vielleicht diese Länge hier, dann den dritten Bereich. Gleiches Spiel, auch hier korrigiere ich nochmal die Eingaben, schalte um auf relative Bezugslänge. Beim vierten Bereich ist das Ganze noch ein bisschen
komplizierter, aber auch das ist eigentlich problemlos möglich. Diese Verformungsbereiche müssen nicht unbedingt rechteckig sein, die können auch eine gewisse schräge Form haben. Und jetzt möchte ich mal als Bezugslänge 90 Grad auf diese Mittelwand hier gehen. Also sage ich abgreifen, drücke die Taste L, damit übernehme ich diese Richtung und jetzt kann ich hier auch das Lot fällen und entsprechend meine Bezugslänge abgreifen. So, und jetzt noch einmal für den letzten Bereich, auch den passe ich mir noch an und greife dann die Bezugslänge ab. Ich gehe jetzt hier mal in die Mitte dieses Nachweisbereiches und nehme entsprechend die Bezugslänge. So, jetzt haben wir die Vorbereitungen getroffen. Wir können dann mit unserer Grundbewährung zunächst mal einen Verformungsnachweis durchführen. Und hier nehme ich gleich die Vorlage ETA, Nachweis ETA. Das hat den Vorteil, dass gleich die Vorlagen so gesetzt sind, dass es grafisch so dargestellt wird, dass ich entsprechend die Nachweisbereiche mit Überschreitungen rot dargestellt bekomme. Ich sehe, in diesen beiden Eckfeldern habe ich ein Problem und das war auch zu erwarten, hier in dem Stegbereich, da muss ich noch weitere Verstärkungsmaßnahmen vornehmen. Die beiden Dinge in den Ecken, die kriege ich wahrscheinlich mit einer Zulagenbewährung hin, aber hier in dem Steg, dass derart große Überschreitungen sind mit einer reinen Zulagenbewährung kaum noch zu bewerkstelligen. Deswegen ändere ich jetzt meine Konstruktion ab. Das sind ja typische Bearbeitungsschritte während der Vordimensionierung. Ich habe Rücksprache mit dem Architekten gehalten. Er hat mir gesagt, da gibt es sowieso eine abgehängte Decke. Also könnte ich hier auch noch einen Unterzug platzieren. Ich verwende einen Unterzug. Gehe natürlich hier auf die gleiche Betongüte wie für die Decke. Breite 30 auf 40, das ist die Größe, die unten aus der Decke herausschaut. Das passt eigentlich schon ganz gut. Ich möchte jetzt keine mitwirkende Plattenbreite, die über den Unterzug hinausgeht, mit aktivieren und trage hier noch die Stärke der Platte von 24 cm ein. Und jetzt setze ich zwei Unterzüge hier entsprechend an zwischen den beiden Wänden am Foyer, sodass wir da noch eine ordentliche Verstärkung in dem Bereich aktivieren können. Ja, im nächsten Schritt lege ich noch Zulagenbewährungen fest. Das finden wir unter Details, Zulagenbewährung. Wir nehmen einmal den Wert 12er alle 15 und das machen wir an der Ober- und auch an der Unterseite. Es ist immer ganz gut, wenn man für den Verformungsnachweis eine Verbesserung erreichen will, auch die Oberseite mit zu bewähren, weil das Kriechen findet natürlich beim Beton statt und wenn wir da Stahl haben an der Stelle und der Stahl einen gewissen Anteil an Druckkräften übernehmen kann, dann haben wir dort das Kriechen zum großen Teil eliminiert und können so im Zustand 2 zu günstigeren Ergebnissen kommen. So haben wir hier unseren Zulagenbereich, den können wir uns natürlich geometrisch auch entsprechend an die tatsächlichen Verhältnisse noch anpassen. Das ist ähnlich wie bei den Verformungsnachweisbereichen. Das müssen nicht unbedingt Rechtecke sein. So. So, jetzt schauen wir mal nach, was wir bisher erreicht haben. Also ich führe den Verformungsnachweis noch einmal durch. Ja, kommen jetzt zu den Ergebnissen. In den Randbereichen hat es funktioniert. Hier ist es besser geworden, hat aber noch nicht ganz gereicht. Also legen wir jetzt zu dem Unterzug noch Zulagen zur Längsbewährung ein. Wenn man mit Zulagenbewährungen arbeitet, dann muss man wissen, da muss man schon ordentlich was hinlegen, damit das wirklich einen Effekt hat.
nur im Bereich der statisch erforderlichen Bewährung erzielt man da selten große Verbesserungen. Also da muss man schon ein bisschen was tun. Ich habe das natürlich im Vorfeld schon mal so in etwa ausprobiert. Und mit dieser Zulage sollte der Nachweis dann entsprechend führbar sein. Ah, ich schaue noch mal nach. Habe ich noch einen kleinen Fehler gemacht? Gehen wir noch mal auf die Zulagebewährung Nummer 3. Die brauchen wir nicht in S-Richtung. Das genügt, wenn wir die in R-Richtung ansetzen. So, wir sehen jetzt das Ergebnis, Differenzverformungen ist überall eingehalten, wir sind überall unter 100%, wir haben nichts Rotes mehr. Schauen wir nochmal zu den Endverformungen, auch die müssen ja eingehalten sein, das funktioniert jetzt auch. Und wir nehmen jetzt mal an, unsere eigentliche statische Berechnung ist an der Stelle abgeschlossen. Und jetzt geht es darum, entsprechend die Ausgaben aufzubereiten und für die Dokumentation entsprechend zusammenzustellen. Hier gibt es jetzt in der Version 2025 eine ganz praktische neue Geschichte, und zwar die Beschriftung. Texte haben wir schon immer, aber mit der Option Beschriften können wir eben auch auf Variablen zugreifen. Ich wähle mal so eine Beschriftung, und als Vorlage ist jetzt Beschriftung einer Position ausgewählt. Dann können wir hier zum Beispiel mal an den Unterzug gehen, den Unterzug anklicken, und hier kriegen wir jetzt den Unterzug direkt beschriftet. Unterzug 1, C3545, Breite zur Höhe, das ist der Bereich, der unten rausschaut, 30 auf 40. Das ist immer ganz praktisch, wenn man Dinge macht. Ich habe jetzt den Unterzug ergänzt. Das ist ja jetzt eine Änderung gegenüber dem, wie es mal geplant war. Das ist eigentlich ganz gut, wenn man was dazu schreibt. Wir können das natürlich entsprechend auch anpassen und abändern. Wir wählen einfach diese Beschriftung mal aus. Unter Text steht ja jetzt Positionsname, Festigkeitsklasse und Querschnitt als Variable. Und ich schreibe einfach in Klammern mal dahinter Typ. Um welchen Positionstyp handelt es sich denn? Klammer zu. Das ist ein Unterzug. Also man kann solche Dinge noch mit dran schreiben, um einfach dem Leser der Statik entsprechend das Ganze noch ein bisschen zu erleichtern. Was an Variablen zur Verfügung steht, das finden wir bei jeder Position in einem neuen Kapitel. Wenn wir jetzt mal den Unterzug exemplarisch nehmen. Dort gibt es jetzt ein neues Kapitel bei den Eigenschaften, das heißt Info. Und hier können wir ganz kompakt auf einer Seite bestimmte Informationen eben ablesen, wie Festigkeitsklasse, wie den Querschnitt, Expositionsklasse, Länge und so weiter. Und genau auf diese Variablen, die wir hier angezeigt haben, können wir bei der Beschriftung auch entsprechend zurückgreifen. Aber es gibt nicht nur Positionsvariablen, es gibt auch Modellvariablen oder Projektvariablen. Das nutzen wir jetzt im zweiten Schritt nochmal. Ich nehme Beschriften und nehme jetzt mal die andere Vorlage, Modellname und Bezeichnung. Können wir hier mal absetzen. Und jetzt haben wir den Namen, den wir vorher vorgegeben haben. A, erstes OG, Decke über erstes OG, hier über der Ausgabe direkt mit angegeben. Auch das können wir ja noch modifizieren. Ich möchte vielleicht zwischen den beiden ein Komma haben. Ich mache dahinter noch ein Komma, wähle die nächste Variable aus. Das soll die Festigkeit... Ah, nee, das geht noch nicht. Wir haben ja noch keine Position zugeordnet. Wir haben jetzt mal die Ausgabe angepasst und jetzt ordne ich diese Überschrift nachträglich einer Position zu, kann ich sagen Position abgreifen, klicke hier rein und wähle jetzt mal die Decke. Und jetzt stehen mir die Informationen zur Decke als Variablen zur Verfügung. Dann können wir hier reingehen und können hier zum Beispiel die Festigkeit
Festigkeitsklasse verwenden. Wir können den Querschnitt verwenden. Und als letztes möchte ich noch die Expositionsklasse angeben. So, und jetzt können wir ganz kompakt uns hier oben so die wichtigsten Informationen einfach mal hinschreiben, die zu so einer Decke gehören. Das hilft einem auch selber, wenn man sich im Projekt mit vielen Decken orientieren will. Wo ist man denn gerade, dass man da keine Verwechslung entsprechend vornimmt. Ja, das Ganze können wir auch, ich kopiere das jetzt nochmal, können wir noch weiter treiben. Ich ändere jetzt das zweite nochmal ab. Positionszuordnung möchte ich bei der Decke lassen. Ich nehme mal die Verbindungslinie weg und ich sage mal, ich ordne den Einfügungspunkt, der ist jetzt hier links unten, den mache ich mal auf links oben. Dann kann ich das schön da drunter schieben und das Ganze möchte ich auch ein bisschen kleiner darstellen. Also wir können hier auch natürlich das Ganze entsprechend formatieren. Und der Inhalt wird jetzt ganz anders. Hier schreibe ich jetzt hin, Eigengewicht automatisch. Mit Steuerung und Enter können wir hier drin Umbruch erreichen. Ausbaulast. Jetzt hätte ich gern ein Delta. Das kann ich über Sonderzeichen hier finden. Schalte um auf Griechisch. Hier haben wir das Delta. Delta G. Gleich und jetzt kommt wieder eine Variable. Ich tippe hier oben mal Last ein, ständige Last, Lastwert. Jetzt gehen wir noch mal in die zweite Zeile, Nutzlast. Und dann nehmen wir den Lastwert der Nutzlast. Hier können wir es noch eins weiter schieben. Mit OK kriegen wir dann solche Informationen hier auch mit in die Ausgabe. Wir haben exemplarisch so zwei, drei Vorlagen für solche Beschriftungen mit angelegt, aber es ist ganz klar, dass da natürlich jeder Anwender andere Wünsche und andere Bedürfnisse hat. Deswegen solche Beschriftungen kann man sich als Vorlage speichern. Man klickt die Beschriftung an und sagt neue Vorlagen anlegen und ich nenne das jetzt mal Überschrift Position oder Überschrift Decke. Und diese Vorlage nenne ich einfach Lastendecke. Und jetzt stehen mir diese Vorlagen bei weiteren Bearbeitungen entsprechend zur Verfügung. So, jetzt nehmen wir mal an, wir haben das beschriftet, was wir kennzeichnen wollten. Und jetzt wollen wir uns die Ausgabe zusammenstellen. Dazu gehen wir in die Ausgabenverwaltung. Ich möchte jetzt die Ausgabe 1 entsprechend erweitern. Und als erstes möchte ich diese Grafik, die ich mir gerade erstellt habe, einfügen. Das heißt, wir gehen hier auf die Darstellung der Bauteile, prüfen das Seitenlayout, passt es an. Ich sage mal, ich möchte den Maßstab 100 haben. Passt natürlich bei A4 nicht aufs Blatt, aber bei A2 quer könnte es funktionieren. Ich überprüfe das jetzt nochmal. Mit der Seitenvorschau passt wunderbar. Mit Plus kann ich die Ausgabe hinzufügen ins Kapitel System. Und wenn wir das jetzt mal aufklappen, sehen wir hier jetzt diese Ausgabe. Die möchte ich als erstes haben, also schiebe ich den tabellarischen Positionsplan nach unten. Ich schaue vielleicht mal in den Positionsplan. Gut, hier könnte ich mir die Grafik jetzt sparen. Ganz wichtig, das haben wir in der 23 schon gehabt, in der 24 noch erweitert. Die Ausgaben können wir rechts über das Eigenschaftenfenster steuern und jetzt beispielsweise nehme ich mal die Grafik weg, weil die habe ich jetzt schon als große Grafik drin. Und hier können wir eben den Umfang je nach Ausgabe entsprechend anpassen. Mit sofort übernehmen ist es schon erledigt.
So, jetzt wollen wir vielleicht noch die Biegebemessung als Plot mit in die Ausgabe aufnehmen. Also gehen wir nochmal unter Nachweise, Biegebemessung, Platte. Ich nehme hier jetzt wieder den Plot, den zahlenmäßigen Plot, die Werteausgabe, obere und untere Bewertausgabe. Jetzt sehen wir hier noch unsere Beschriftungen. Die will ich jetzt eigentlich auf dem Bewährungsplot nicht sehen. Deswegen unter Darstellung gehen. Hier können wir solche Dinge ein- und ausschalten. Textobjekte sind das. Die habe ich weggenommen. Zoom nochmal auf die volle Seite. Gehe auf das Seitenlayout. Wir haben ja schon gerade ausprobiert. A2 quer funktioniert. Layout nochmal überprüfen in die Seitenvorschau. Jawohl, passt drauf. Ausgabe hinzufügen. Ich gebe der einen Namen. Obere Bewährung. Okay. Und jetzt können wir hier direkt in der Eingabe umschalten auf die untere Bewährung. Passt auch. Wieder mit Plus die Ausgabe hinzufügen. Untere Bewährung. Okay. Und die beiden Bewährungsplots sind jetzt hier in Bemessung GZT und GZG gelandet. Hier haben wir die beiden Ausgaben. Und hier gibt es auch noch eine weitere Ausgabe, eine tabellarische Ausgabe unserer Bewährung. Die ist jetzt auch in der 2025 deutlich erweitert und verbessert worden. Einmal ist die Steuerung natürlich hier in das Eigenschaftenfenster verschoben worden. Wir können hier sehr viele Dinge ein- und ausschalten. Wir können die Grafiken, die Positionsgrafik zum Beispiel, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die haben wir ja schon vorne im Positionsplan drin. Wir können Bewährungsdefinition, Parameter und so weiter ein- und ausschalten. Das möchte ich jetzt alles mal so stehen lassen. Nur um die Grafiken hier hinten möchte ich mich noch mal kümmern. Die sind mir eigentlich zu klein, so wie sie sind, also schalte ich mal um und sage, die sollen auf eine volle Seite und um 90 Grad gedreht ausgegeben werden. Und ich möchte vielleicht keine ISO-Linien sehen, sondern ich möchte eine Wertedarstellung sehen. So, jetzt sieht man, die Werte sind noch sehr, sehr klein. Über Symbole können wir die Darstellung der Werte verbessern. Textbewertung sollen in 0,3 Meter. Wenn man da jetzt mal ranzoomt, dann sieht man, dass man die Werte jetzt auch entsprechend lesen kann. Weiterhin können wir uns entscheiden, wollen wir jetzt hier nur die Extremalstellen sehen oder wollen wir vielleicht alle FE-Stellen sehen. Ich entscheide mich jetzt mal für alle FE-Stellen. Und ich schalte vielleicht auch mal dann die tabellarische Ausgabe aller FE-Stellen weg. Ich kann sie ja hier in der Grafik entsprechend auch lesen. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie man diese Ausgaben anpassen kann. Jetzt haben wir einfach vier Bewertungsplots nacheinander und vorher eine Zusammenfassung aller Parameter. Ich könnte natürlich die Bewertungsplots auch hier komplett wegnehmen und nur die Parameter nutzen und dann mit der grafischen Ausgabe weitermachen. Also das ist immer ganz frei. Da kann jeder sich die Ausgaben zusammenstellen, so wie er es am liebsten in seinem Dokument am Schluss sehen möchte. Ja, wenn man das geschafft hat, wenn man die Arbeit einmal hinter sich gebracht hat, dann verwenden wir hier natürlich auch als Vorlage speichern. Und ich nenne das jetzt mal Webinar Version 2025. Da geben Sie natürlich selber einen sinnvollen Namen vor, sodass man die Ausgabe später auch wieder entsprechend benutzen kann. Und jetzt werden wir eigentlich mit unserer ersten Position fertig. Natürlich würde ich in der Realität hier noch weitere Ausgaben ergänzen, hätte vielleicht noch die Verformungsnachweise drin und so weiter. An der Stelle möchte ich es aber hier zunächst mal belassen. So, jetzt wollen wir noch die Decke über Kellergeschoss rechnen und jetzt müssen wir uns mal ein kleines Gedankenexperiment machen. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind nicht allein in dem Projekt, sondern wir arbeiten mit mehreren Mitarbeitern. Und jetzt ist einer gerade in dem Gebäude AB und arbeitet da noch, rechnet von mir aus Stützen und ich möchte die Deckenarbeit bearbeiten. Und solange jemand in diesem Modell sich bewegt, kann natürlich ein zweiter darauf nicht zugreifen oder kann das Modell nicht öffnen.
Was aber jetzt möglich ist, ist, dass wir uns ein weiteres Modell anlegen und dort auf das Modell Gebäude AB referenzieren. Das ist eine Technik, die kennen die Vicado-Anwender schon seit längerem und die ist jetzt neu in der Version 2025 auch für den Struktureditor dazugekommen. Also wir machen uns erstmal ein neues Modell. Das nennen wir zum Beispiel Keller A plus B. Und in diesem Modell ist nichts drin, kein Strukturelement, nichts. Und wir können uns aber über das Register Modell ein referenziertes Modell wählen. Und jetzt wählen wir das Gebäude A und B und können sozusagen auf das Gebäude A und B blicken. Wir kriegen jetzt zu dem jetzigen Zeitpunkt das Gebäude A und B mit bei der Folienauswahl. Und wenn ich es dann anklicke, hier kann man auch das sofort übernehmen, können wir uns die beiden Gebäude hier entsprechend mit anzeigen lassen und haben dann die Möglichkeit, entsprechend auf die einzelnen Bauteile zuzugreifen, indem wir für diese Bauteile für eigene Berechnungsmodelle verwenden. Wenn wir jetzt versuchen, so ein Bauteil anzuklicken, dann funktioniert das zunächst nicht. Ich kann die erstmal nicht auswählen. Jetzt muss ich mit der rechten Maustaste sagen, schreibgeschützte Objekte selektierbar, weil das sind schreibgeschützte Objekte. Wir wollen ja nicht die Originalobjekte, die in einem ganz anderen Modell liegen, verändern. So, jetzt sagen wir noch, nur in aktiver Folie selektierbar schalten wir aus und jetzt könnten wir sowas auswählen. Ich habe jetzt hier so einen Wandpfeiler ausgewählt. Auf der rechten Seite sehen wir, dass jetzt vor allen Kapiteln außer Berechnungsmodelle, Darstellungen und solchen Dingen Schlösser sind. Das bedeutet, ich kann hier hinklicken, ich kann hier nichts mehr ändern. Das kann ich nur in dem Ursprungsmodell vornehmen, aber ich kann darauf zugreifen. Ich kann mir das anschauen. Und was auch wichtig ist, das, was ich jetzt hier sehe, ist der Stand zu dem Zeitpunkt, als ich hier hingeklickt habe, Modell auswählen. Wenn ich mal eine längere Zeit gearbeitet habe oder ein Kollege sagt mir, ich habe was geändert, dann kann man hier nochmal hinklicken, kann aktualisieren und dann holt man sich nochmal den neuesten Stand. Also gewisse Absprachen sind da schon notwendig. Aber wenn man weiß und man spricht sich ab und hat eine gewisse Arbeitsteilung, dann ist es kein Problem. Und jetzt kann ich hier in dem Modell eigene Berechnungsmodelle anlegen. Und das mache ich jetzt mal für die Decke über Kellergeschoss. Das heißt, ich gehe jetzt in die Sichteigenschaften, mache mir wieder meine Sichtbarkeitsschaltung so, dass ich eben nur die beiden Kellergeschossdecken sehe. Und für diese beiden Kellergeschossdecken lege ich mir jetzt direkt für Mikrofee ein Berechnungsmodell an. Erste Platte selektieren, zweite Platte selektieren. Mit Enter bestätige ich es. Das ist dann die Decke KG A plus B, Decke über Kellergeschoss. So, hier möchte ich jetzt die Belastung auf die Decken aufbringen. Im Gebäude B ist es nicht mehr so, dass alle Wände übereinander stehen. Da haben wir in der Mitte, sehen wir hier einen Unterzug, da stehen oben drüber Wände. Das heißt, ich greife hier auf die vertikale Lastverteilung zu, die auch referenziert ist und in unserem Modellgebäude A plus B liegt. Und mit Fertigstellen kann ich hier mein Berechnungsmodell erzeugen. Und jetzt sehen wir, in diesem Projekt hier drin liegt nur das Berechnungsmodell, aber die eigentlichen Strukturelemente liegen also in dem Hauptmodell. So, die Sicht, ab jetzt ist die Bearbeitung wieder, wie wir sie schon kennen. Wir geben sie frei. Hier kriegen wir noch einen Modellhinweis. Schauen wir mal nach, was das war. Ah, da gibt es einen Modellhinweis zu einer Last, die keinem Berechnungsmodell zugeordnet ist. Das ist eine Last, die spielt auch hier keine Rolle. Das ist nur ein Hinweis, dass es eben noch nicht verwendet wurde. Wir sind ja auch noch nicht fertig. Und wir sehen, dass die beiden Decken
die in einem Modell verwendet wurden, auf unterschiedlichen Niveaus liegen. Ja, das weiß ich, das habe ich jetzt bewusst so gemacht, aber es ist einfach, vielleicht hat man sowas auch mal versehentlich gemacht, einfach nur ein Hinweis, also kann ich mit beiden Hinweisen leben, ist alles so gewollt und ja, kann das Modell freigeben und dann entsprechend auch bearbeiten. Wir sehen, hier sind noch die wandartigen Träger, die hat der Markus Ünschläger heute Morgen schon mal vorgestellt, entsprechend mit verwendet, und über Bearbeiten legen wir uns jetzt direkt das Modell in Mikrofee wieder an. So, hier haben wir jetzt unser Modell. Was passiert jetzt? Das Mikrofee M100DE ist ja ein 2D-System. Beide Platten werden jetzt auf ein Niveau gebracht. Die werden einfach nach unten projiziert. Und an der Nahtstelle dieser beiden Platten, da ist jetzt ein Unterzug modelliert. Das heißt, wir könnten jetzt den Unterzug nehmen, um in etwa die Steifigkeitsverhältnisse dieses Versprungs zu simulieren. Nur bei der Bemessung wird es ein bisschen schwierig, weil eigentlich haben wir ja eine Z-förmige Konstruktion beim Unterzug. Der ist eben unten drunter oder ist oben drüber. Und um solche Situationen etwas besser behandeln zu können, gibt es jetzt die Möglichkeit, hier auch einen Deckenversprung vorzugeben. In dem Fall, wo schon ein Unterzug vorhanden ist, nutze ich jetzt zur Eingabe die Schaltfläche Umwandeln und wandle jetzt den Unterzug in einen Deckenversatz um. Das ist jetzt passiert. Wenn wir jetzt nur in Mikrofee direkt arbeiten wollen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, diesen Deckenversatz direkt schon vorzugeben. Also das sind die beiden Möglichkeiten, die es gibt. Ein Unterzug umwandeln, wenn es aus dem Struktureditor kommt, oder eben einen Deckenversatz entsprechend vorzugeben. Ich klicke den Deckenversatz nochmal an. Gehen wir mal in die Eigenschaften. Wir haben die Betonsorten, kennen wir. Wir müssen wissen, Versatz nach oben oder nach unten. Das heißt, wie rum funktioniert der Sprung. Das ist wichtig. Es gibt ja eine Decke, die greift unten an. Für die müssen wir eine Aufhängebewährung ermitteln. Es gibt eine, die liegt oben drauf. Für die brauchen wir sie nicht. Deswegen müssen wir immer wissen, was ist oben, was ist unten. Der Versatz hat eine Höhe, die haben wir so mitbekommen aus dem Struktureditor. Eine Breite, genauso breit wie die Decke stark ist jetzt in dem Fall. Dann haben wir die Plattenbereiche links und rechts und die Plattendicke haben wir natürlich einfach aus den Platten übernommen. Die mitwirkende Breite müssen wir selber angeben. Ich mache jetzt mal hier für jede Seite, trage ich mal 1 Meter ein. Ja, und damit haben wir unser System dann soweit vorgegeben, dass wir die restliche Bearbeitung vornehmen können. Ich entscheide mich jetzt hier auch wieder für die Möglichkeit, das Ganze erstmal so ein bisschen gerade zu stellen. Das heißt, mit Richtung definieren nutze ich dann sozusagen meine Arbeitsfläche besser aus. Jetzt kommt wieder der typische Schritt Lastfelder teilen. Gehen wir erst in die S-Richtung. Im Prinzip das Gleiche, wie wir es schon mal gemacht haben. Wir haben ja im Gebäude A eine ähnliche Anordnung, wie wir sie schon aus der Decke über erstes Obergeschoss kennen, auch im Keller. Gehen wir nochmal in die R-Richtung. Aber das ist schon ein wichtiger Schritt, dass man das immer macht, damit man entsprechend auch realistische Verhältnisse kriegt. So, wenn man jetzt hier in so einem schrägen Bereich ist, kann man die Taste L drücken, die Richtung übernehmen und dann entsprechend auch die Lastfelder in den anderen Richtungen vorgeben. So, ich würde jetzt ganz gern mit Ihnen nochmal in den Nachweis des Deckenversatzes schauen. Also gehen wir unter Nachweise. Hier gibt es eine neue Schaltfläche, Bemessung Deckenversatz. Und da gehen wir mal direkt in die tabellarische Ausgabe. Rechne natürlich vorher alles durch, ist klar. So, die Berechnung ist jetzt durch. Wir sehen jetzt hier die Dokumentation. Mitwirkende Plattenbreite links, Höhe links, rechts, die Höhe des Versatzes, die Breite
und die Höhe des gesamten Balkens dann. Ja, 81 war der Sprung, aber mit den Deckenstärken zusammen ergeben sich dann 1,05 Meter Höhe. Hier sehen wir das nochmal grafisch dargestellt, wie der Deckenversatz dann aussieht. Expositionsklasse, Bewährungsanordnung, wie wir es eigentlich vom Unterzug her kennen. Und dann kommen die Ausgaben, obere und untere Bewährung. Wir sehen, der ist schon ganz schön ausgenutzt. Wir sehen, auch hier haben wir einen Stützmoment. Da steht unter dem Versatz noch eine Stütze. Auch solche Dinge können wir natürlich entsprechend abbilden. Gehen wir weiter. Hier haben wir noch eine tabellarische Ausgabe der Bewährung. Jetzt kommt die Querkraftbemessung des Unterzugs. Gurtanschluss, Gurtbewährung kriegen wir jetzt hier. Und als letztes haben wir dann noch die Aufhängebewährung und die Gurtanschlussbewährung rechts und links, natürlich mit etwas unterschiedlichen Werten. Die eine Platte bringt natürlich einen gewissen leicht unterschiedliche Ergebnisse zur anderen Platte. Auch hier natürlich die Ergebnisdarstellung wieder über die rechte Seite hier entsprechend schaltbar, sodass wir uns das ein oder andere an- oder ausschalten können. Wenn wir die Bemessungen, wenn uns das grafisch genügt, könnten wir natürlich die Tabellen auch wegschalten und haben wir das entsprechend kompakter. Gut, ja, jetzt nehmen wir mal an, wir hätten die Bemessung schon soweit abgeschlossen. Wir wollen jetzt wieder in den Ausgabebereich wechseln und wollen uns entsprechend die Ausgaben erstellen. Ja, jetzt nutzen wir natürlich die Möglichkeiten, die wir bisher, die Vorarbeit, die wir bei der Decke über ersten OG schon gemacht haben. Ich verwende die Beschriftung, nehme jetzt meine eigene Vorlage, die habe ich ja vorhin gemacht, Überschrift Decke, setze die an irgendeiner Stelle ab. Und da sehen wir jetzt, das Ganze ist noch unvollständig. Hier haben wir die drei Kommas ohne Variablen. Woran liegt's? Ganz einfach. Dieser Vorlage ist natürlich noch keine Position zugeordnet. Das heißt, ich sage jetzt Position abgreifen, klicke hier rein, wähle die Decke aus und kriege dann entsprechend die Informationen ausgegeben. Und hier sieht man auch, jetzt habe ich hier noch eine Verbindungslinie, die mache ich weg. Hier sieht man dann auch vielleicht einen Eingabefehler, vielleicht hätte ich hier besser ein C3545 wie oben genommen. Also das ist eine Möglichkeit, um ganz schnell Informationen auch an die Oberfläche zu bringen. Ja, machen wir das Gleiche nochmal mit den Lasten. Ich nehme Beschriften, Lastendecke, setze diese Ausgabe hier ab und muss natürlich auch diese Ausgabe, diese Beschriftung nochmal einer Position zuordnen, und zwar auch der Decke, und dann sehen wir entsprechend die Lasten, die für diese Decke in Ansatz gebracht wurden. So, im letzten Schritt verwenden wir nochmal die Ausgabe, die wir uns gespeichert haben mit dem entsprechenden Umfang. Das heißt, wir gehen hier auf unsere eigene Vorlage MBinar 2025. Hier definierten Zoom-Ausschnitt beibehalten, das wähle ich jetzt ab, weil meine Ausgabe hat jetzt ein ganz anderes Format. Das heißt, die Zoom-Ausschnitte setzen wir hier neu bei dieser Ausgabe. Ich sage okay und kriege jetzt hier komplett diese Ausgabe, ich könnte jetzt die Ausgabe 1 auch löschen, als neue Ausgabe angelegt. Wir haben als erstes die Positionsplanausgabe, die können wir uns anschauen. Das Einzige, was man jetzt noch machen muss, ist vielleicht mal auf Seitenlayout schauen. Vorher hatten wir nur diesen unteren Bereich. Das passt jetzt sicher nicht mehr drauf. Das heißt, ich gehe jetzt hier hin und schalte mir hier das Ganze auf A1 hoch. Können wir uns jetzt noch mal anschauen, ob das im Layout passt. Seitenvorschau auswählen. Jawohl, es passt. Und jetzt können wir hier auf Ausgabe Änderungen übernehmen einfach gehen. Also nicht eine neue hinzufügen, sondern wir übernehmen die Änderung. Und das müssten wir jetzt für die anderen Ausgaben, für die Bewährungsplots entsprechend auch machen. Haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, eine Biegebemessung. Führen wir nochmal durch.
Ja, jetzt gehe ich auf meine Bewährungsplots. Nehmen wir an, das wäre das, was ich haben will. Hier nochmal auf Seitenlayout achten, also A1 hoch. Und dann kann ich einfach Änderungen übernehmen. Und das mache ich mit der zweiten Ausgabe, mit der unteren Bewährung entsprechend auch. Und jetzt hätten wir ganz einfach mit wenigen Schritten einfach eine neue Ausgabe erzeugt, die vollständig schon den Umfang enthält, den ich entsprechend vorgegeben habe. Das gilt natürlich auch für den Positionsplan, für die Biegebewährung, die hatten wir uns ja vorhin auch so eingestellt. Jetzt hatten wir auf Werte eingestellt und hatten die Tabellen weggenommen. Das kommt natürlich jetzt zweimal für jede einzelne Platte. Das besteht aus zwei Platten. Hier hätten wir auch die Möglichkeiten, die Positionen einzeln sichtbar zu schalten. Ich kann auch eine von beiden wegnehmen und könnte mir jetzt für jede Platte auch eine eigene Ausgabe darstellen. Also das ist dann jedem selbst überlassen, wie er das für richtig hält. Ja, und damit wäre ich auch schon am Ende meines Vortrags angelangt. Also ich darf noch mal kurz zusammenfassen, was wir gesehen haben. Wir haben im ersten Schritt das neue Strukturelement für unsere Bauteilfuge gesehen. Das ist ganz wichtig, um entsprechend Gelenke anzuordnen oder auch elastische Anschlüsse vornehmen zu können. Wir haben die neuen Möglichkeiten der Beschriftung gesehen, wo wir auf Variablen sowohl aus dem Projekt als auch der einzelnen Positionen zurückgreifen können. Wir haben die Möglichkeit, mit referenzierten Modellen zu arbeiten gesehen. Hauptanwendungen sehen wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Das eine ist das, was ich Ihnen gezeigt habe, wenn mehrere User an einem Modell arbeiten wollen, dann kann man sich so die Aufgaben teilen. Dann nimmt einer die Stützen, der andere die Decken und dann kann jeder unabhängig voneinander arbeiten. Eine andere Anwendung wäre, man gliedert sich sein Modell. Man hat als Beispiel eine Tiefgarage mit zwei aufgehenden Gebäuden. Da könnte man sich ein Modell für Haus A, ein Modell für Haus B erzeugen und ein drittes Modell für die Tiefgarage. Und in der Tiefgarage referenziert man auf die beiden aufgehenden Gebäude und kann von dort zum Beispiel auch die V-Lastverteilungen übernehmen. Also das wäre auch eine Möglichkeit der Anwendung der referenzierten Modelle. Ja, und als letztes haben wir noch den Deckenversatz gesehen. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, eben um solche Bereiche abzubilden, um solche Versprünge abzubilden. Eine Sache hatte ich noch nicht erwähnt. Ich habe die verschiedenen Bewährungsanordnungen gezeigt, was wir alles ermitteln. Es gibt natürlich auch noch die Bewährung aus der Platte, die wir durch den Deckenversatz durchführen müssen. Also die Platte wird ja biegesteif an der Stelle verbunden, gerechnet. Diesen Bewährungsanteil, den können wir dann über einen Detailnachweis mit unserem Baustatik Modul für den Deckenversatz entsprechend erledigen. Also das können wir dann direkt auch aus Mikrofee ansteuern. Und der Deckenversatz übergibt dann die Schnittgrößen an dieses Detailmodul und dann wird auch dieser Bewährungsanteil noch entsprechend berücksichtigt. Kleiner Hinweis noch, der Deckenversatz ist im Moment noch nicht ausgeliefert. Das wird in Kürze folgen. Da sind wir an den letzten Arbeiten. Das wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.